Kann jetzt nicht bitte ein Angriff kommen? Ich wollte das heute gern noch hinkriegen. Ist man schon frustriert, wenn man nicht angegriffen wird, ne? Sonst immer, oh nein, schon wieder ein Ambush, oh, schon wieder ein Siege und boah, jetzt lasst mich doch mal vorankommen. Und jetzt will man das mal, ist auch wieder falsch, ne? Ich kann schon mal sagen, weil ich mache ja wieder nur bis 11, wie ich immer meistens nur bis 11 mache. Ob ich morgen streame, weiß ich nicht. Wie gesagt, montags ist aktuell halt immer so ein Fragezeichen vor. Weil ich entweder mit den Kollegen dann hier nochmal wieder Total War Warhammer 3 den Multiplayer spiele, den würde ich aber nicht streamen. Ja, oder wenn das halt morgen nicht klappt, dann weiß ich nicht, werde ich entweder Total War Solo spielen oder Dwarf Fortress. Ich bin da total. Was? Na, was? Wer? Defaced? Wer defaced was? Was heißt defaced? Ich bin total verwirrt gerade. Defaced. Your miners have defaced a coolit du ma dot gup. Weil die da jetzt sozusagen die Dinger wegreißen. Die Miner sind ja nur. Hat immer sozusagen da, wo sie gerade dran arbeiten. Ist das, wenn sie was Besonderes kaputt machen an den, weil es engraved ist? Aber warum dann nicht bei jedem? Muss es ein gewisses Image sein, das sie kaputt machen? Defaced unkenntlich. Coolet. Ist der vielleicht noch. Das ist bestimmt einer, der noch da ist, ne? Nö. Es gibt keinen Coolet. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ist noch der Hersteller von diesen Images, die da drauf sind, da. Und der ist jetzt pisst, weil man seine ganze Arbeit jetzt kaputt macht. Aber auch das passt jetzt nicht. Bestimmt Wert verloren, ne? Ne, wir haben die 9 Millionen geknackt. Mensch, wir sind super. So. So, jetzt können wir unsere Engraver wieder losschicken. Auch wenn wir einen gesmashed haben, wir können Engraver losschicken. Die Edelsteine sind wahrscheinlich jetzt erstmal wieder über, weil unser Edelstein-Stockpile immer noch kein reiner Edelstein-Stockpile ist. Weil hier auch immer noch diverse Erze drinnen liegen. Und die Gems. Okay, das heißt. Achso, können wir direkt E machen. So, tack. So. Das ist nämlich jetzt ein Gemstockpile, der auch alles an Kisten nutzt, die wir kriegen können. Und das ist jetzt nämlich kein Gemstockpile mehr. Wir disablen das. Das heißt, hier kommen nur noch andere Erze rein, die wir sonst nicht mehr brauchen. Das heißt, es müssten erstmal wieder alle Edelsteine, die hier drin sind, werden jetzt auf die hier verteilt. Ich hätte die da auch noch mit hinsetzen können, ne?
Dann gibt es halt noch einen. Wo ist er da? So, genau, dann haben wir nämlich jetzt hier. Das sind jetzt unsere Gems. Ne, weil hier sind unsere beiden Juweliere. Dann kommen hier die ganzen Edelsteine rein. Die werden jetzt alle hier sozusagen weggeräumt. Dann kriegen wir auch die hier oben vielleicht raus. Ich hoffe mal, dass sie ihre Kisten nutzen. Wir haben immer noch mehr als genug Kisten. Wir haben so viele Kisten. Ich weiß nicht, warum ihr schon wieder die Edelsteine einzeln da überall hinschleppt. Die gehören in Kisten. Ich möchte das nochmal anmerken. Legt diese verdammten Edelsteine in Kisten. Ach, ich habe irgendein Abyssal-Sekten-Dings vergessen. Das kann sein. Ich weiß nicht, warum sie es nicht in Kisten packen. Ich weiß auch nicht, warum wir diesen Monat nicht angegriffen wurden. Vielleicht jetzt? Vielleicht, wenn die Karawane weg ist? Oder wenn sie losläuft? So zur Überraschung oder sowas? Das frustriert mich. Können auch theoretisch schon mal, weil es ja zu dir gehört. Ach so, eigentlich so. Dann muss ich so machen. Soll es ja mit. So. Damit die sich hier mit drin bewegen können, ne? Falls wir nach Amboo, also einen Alarm auslösen müssen, können sie ja wenigstens weiterarbeiten. Der erste Engraver ist auch schon zugange. Das war ich vorhin, war ich eigentlich bei den Sachen, wann ich wieder streame, ne? Also wird morgen vielleicht, Mittwoch auf alle Fälle und also dann Total War und am Sonntag natürlich wieder Dwarf Fortress. Dann kann ich euch auch vielleicht schon sagen, wie toll doch Hero Quest war. Weil ich am Samstag die Spielgruppe treffe. Und da wir wahrscheinlich schon vormittags dahin gehen und das den ganzen Tag dann dauert, wir werden bestimmt die ganze Zeit Warhammer spielen, da kann man zwischendurch auch mal eine Runde HeroQuest zur Entspannung. Da freue ich mich schon drauf. Das wird cool. Warum bist du da? Ach, ihr bringt da jetzt Essen hin und Trinken. Ist Hollow jetzt zufrieden? Hat er mal wieder, hat er Alkohol gekriegt? Na, der ist immer noch nicht zufrieden. Hat immer noch Stresslevel von 100.000. Das einzige, was schade ist, wir sind dann theoretisch nur zu viert. Zu fünf wäre es natürlich cooler. Dann sollen sich die anderen drei sozusagen einen der Helden als teilen oder einer spielt zwei oder wir nehmen einen Helden weniger. Dann wird es zwar schwerer, aber ich glaube immer noch den Elfen kann man streichen. Dann fehlt zwar eine Zauberklasse, aber es ist halt nur ein Viertel von allen Zaubern, die wegfallen und die stärkste Waffe hat er auch nicht. Ich glaube, wenn ein Held fehlt, wird das, glaube ich, erst in den höheren Herausforderungen schwer. Die ersten sollten noch machbar sein. Aber was erzähle ich? Meine Erinnerung an das Spiel ist 25 Jahre alt, ne? Oder länger. So, du hast deinem Steel Mason Namen gegeben. Ich bin stolz auf dich. Ich will doch nur, dass einer angreift. Und halt die Arena hier, ne? Wir haben drei Engraver nur. Okay. Gut, wenn kein Feind kommt, testen wir das hier demnächst. Also erst muss es schön sein. Erst muss alles schön gesmoothed und engraved werden. Dann sieht das hier schön aus. Dann kommt hier eine Tür rein. Dann müsste ich den Raum eigentlich nochmal vergrößern, weil aktuell der Bereich, glaube ich, gar nicht zur Taverne gehört.
Muss ich nachgucken. Und dann werden wir dann hier eine Brücke reinbauen. Und testweise, keine Ahnung, 5 Goblins hier reinstellen. Und die lassen wir dann raus. Und dann gucken wir mal, wie unsere Gäste auf die Goblins reagieren. Wenn unsere Gäste kein Problem mit Goblins haben und die Goblins auch kein Problem mit unseren Gästen, dann wissen wir, okay, ist doof, funktioniert nicht. Wenn die sich doch prügeln, wird es Zombie-Goblins geben. Deswegen halt die Absicherung hier mit der Brücke, falls wir da nie wieder rein können. Wenn sie die 5 aber geschlagen haben, ohne dass da zu viele Zombie-Goblins da herumlaufen, die uns töten wollen. Das Problem ist nämlich, wenn da nachher Zombie-Goblins sind, wir da reingehen und die hauen, dann fühlt sich der Totenbeschwörer angegriffen und wir und unsere Zwerge haben den Stress. Den wollen wir nicht. Ne? Also hoffen wir auf keine Zombie-Goblins oder wenn, dass die selber noch von den Gästen getötet werden. Wenn da drin nichts Totes mehr ist oder nichts Böses Totes, dann machen wir die Brücke wieder auf und können sich die Gäste erstmal beschweren und sagen, hier komme ich nie wieder her, höchstens 1 Stern ne, bei Google und hauen ab. Und wir befüllen den Raum schon mal dann voll mit allen anderen Goblins, die wir hier unten haben. Wenn wir dann, das machen wir mit den Goblins, dann und danach probieren wir es mit den anderen Viechzeug, das wir hier haben. Irgendwann muss die Necromancer Queen halt auch dran glauben. Wobei ich nicht mal weiß, ob die sauer wäre. Die war ja theoretisch nur im Gefängnis und wurde danach aus irgendeinem Grund in einen Käfig verfrachtet. Ich verstehe das immer noch nicht. Sie war angekettet, weil sie eine Straftat begangen hat, hat mehrere Jahre länger gesessen, als sie sollte und wurde danach einfach in einen Käfig gesteckt und hier abgeliefert. Das kann auch sein. Es sind halt Totenbeschwörer. Die könnten das auch voll super finden. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich abhängig vom Erfolg. Ne? Wenn sie zu viele Kollegen verloren haben, wird es nur 1 Stern. So, das Fohlen, das am Verhungern war, ist jetzt ein Pferd geworden. Das ergibt keinen Sinn. Und als nächstes verhungert dann das Pferd. Das wird damit zu tun haben. Da es rot ist, ist das, glaube ich, schlecht, ne? Da wird irgendwas wird kaputt gemacht worden sein bei den Engraves. Konnte man sich nicht sogar angucken, was auf dem jeweiligen Feld engraved wurde? Das ging doch, glaube ich, auch mal. Man konnte sich doch die Details sogar angucken. Genau, mit Enter. Engraved in a well-crafted Kalem Rendition of the Gloved Administration Masterful Design Image of 2 Dwarves. The image is a symbol of the Banner of Lands, a Dwarven Civilization. Das sind ja wir. Also, darum geht's wahrscheinlich. Kalem hat hier relativ viel rumengraved. Mit Edelsteinen? Keine Ahnung. Das ist es hier. Engraved on the wall is a masterful design image of Mepsotwaits and the Earth and not of old. The dwarves and dwarves. Mepsotwaits and the Earth and not of old surrounded by the dwarves. The artwork related to the appointment of the dwarf, bla bla bla. The Earth and not of old. Wer auch immer das ist. Alter, ist das jetzt ein Bild von einem Zwerg, der umringt ist von ganz vielen anderen Zwergen, die ihn total toll finden, weil der zum Manager von unserer Festung ernannt wurde? Weil Mepsut Tradelands war das doch, ne? Nee. Mepsut irgendwas. Ein anderer Mepsut. Keine Ahnung. Irgendein ganz tolles Bild von irgendeinem ganz tollen Typen oder Gott oder was auch immer wurde halt zerstört und das fanden die Zwerge halt doof.
Jetzt haben wir irgendjemanden erzürnt. Und ich weiß nicht mal, warum. Und warum packt ihr das nicht in diese scheiß Kisten rein? Max Bin 72. Und jetzt legt ihr da die einzelnen gammeligen Steine drauf. Da hinten ganzer Stock, halber Stockball voll mit irgendwelchen Bins. Hier, 5 Millionen Gem-Bins. Packt die doch einfach dahin. Das war euer Auftrag. Weil ich die Edelsteine loswerden wollte. Ihr habt also manchmal, ne? Frustrieren mich diese Zwerge. Und aktuell frustrieren mich auch unsere sonst so üblichen und verlässlichen Angreifer. Weil es tatsächlich heute nicht mit einem Angriff geklappt hat. Jetzt muss ich tatsächlich bis Sonntag wieder warten. Boah, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Vielleicht auch nur bis morgen. Das muss ich die Multiplayer-Runde Total War absagen und sagen, es tut mir leid, ich muss meine Zwerge spielen. Und guckt mich der Kollege aber auch ganz doof an und sagt, Mensch, du spielst doch schon so lange. Total War nicht. Wobei der wird, glaube ich, mehr darüber freuen, dass er dann Elden Ring weiterspielen kann. Ein Spiel, das mich bisher noch nicht getriggert hat. Wobei das ja unglaublich gut sein soll, ne? Das feiern ja unglaublich viel ab. Ich glaube, auf Twitch ist das ja auch dauergehypt. Soll auch unglaublich viele 100%-Wertungen gekriegt haben. Aber nö.